Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic World Revelations. Wieder mit dabei der Necro. Moinsen, und hier riecht's nach Knoblauch. Knofi. Kebet. Ja. Kebet. Anruf mit meiner Tante hab ich auch erledigt. Morgen habe ich viel, viel zu tun. Gott sei Dank, dass wir heute aufnehmen, nicht morgen. Mehr morgen habe ich gar keine. Habe ich ja null Zeit. Null? Null können wir noch weniger. Ja, zum Glück hast du nicht keine Zeit, ne? Sondern nur null Zeit. Morgen müsste meiner Tante der etwas helfen beim vorläufigen Umzug. Vorläufiger Umzug? Was ja, ist die, die kriegt eine Ersatzwohnung. Ach so. Hat er gebrannt bei ihr? Küchenbrand. Ach, ja. Jetzt wurde das. Du kriegst eben halt eine Ersatzwohnung von der EWG zugestellt. Und da soll ich morgen eben halt ein bisschen aushelfen. Dann muss ich schnell wieder heben, weil ich dann noch mit dem anderen Kumpel wohin muss. Das ist Stress morgen. Nicht so einfach, wie manche Leute denken. Das sagen alle arbeitslose Leute am Zeit. Nee, hat man nee. Das hier. Uraniumerz. Ja. Ich mach denn das? Uranium. Leuchten. Ja. Braucht man nachts keine Brille mehr. Richtig. Richtig, richtig. Und du bist dann noch in der Ark oder was? Nee. Nee? Nee. Okay. Scheiße, ist das auf einer. Ist das jetzt ernsthaft auf der 1.8 schon? Was? No? Na gut, deine Füße. Ich hab gedacht, das wäre noch auf der 1.7. 1.710, warum? 1.710? Mhm. Okay, dann haben die das aber geändert. Ab der 1.8 war das doch mit den Zäunen, dass man die Zäune nicht mehr so einfach craften kann, ne? Ja, hier doch auch. Na gut, hier kannst du durch den Mod geändert werden. Ja. Vom Dreck. Alles machen die anders. Nix bleibt so, wie es ist. Mit ganz normalen Holzblöcken? Ach nee. Ich bin verwirrt. Ach, die haben... Ach, da hat Mojang eben halt den Rezept von dem Mod mit. Hat Mojang den Rezept vom Mod genommen. Was nämlich schon der Mod-Rezept, das 1.8er Rezept. Ja, ich oder weiß. Das ist 1.7 geändert, das Rezept. Nee, 1.8. Sicher? Ja, ziemlich. Also ich bin mir eigentlich sicher, dass das Rezept schon leer geändert hat. Nee. Doch. Nee. Wie kleine beschissene Kinder. Wenn sie eben halt Minecraft spielen. Ja. Ja, Tischlight war noch nie die heiße Lampe in der Leuchte. Ja und 1000 Watt im Arm, aber trotzdem keine Birne am Brennen, weißt du? Naja, so wie bei dir halt, ne? So, ich mache jetzt einen Hühner, Stall. Ein Knutschmuhstall. Muhstall, ja. Wo wolltest du den denn hin haben? Hier hinten so rein, in die Ecke? Warte mal, zeig mal, wo bist denn du? Autsch, wo bist denn du? Hier, bei dir, hier, warte, ja. Am Filler. Ja, ich wollte ihn eigentlich hier haben, dass das hier noch wegkommt, mhm. Das hier unten, dass der hier eben halt hier hinkommt. Okay, dann mache ich den erstmal vorläufig hier so hin. Naja. Entschuldigung. Müssen wir eben den halt noch... Den Vanillakuhstall. Müssen wir eben halt noch Dings machen, ne, hier... Wie heißt's? Die Netze machen. Netze? Safari-Netze. Ach so, ja, eins habe ich schon. Mit der Kuh drin. Eins reicht nicht. Doch klar kann er öfters fliegen. Hm? Ich kann ja öfters fliegen. Na, trotzdem musst du welche herstellen, das. Wow! Geht das super schnell. Das ist ein Single-Using-Net. Nö.
Was, wie hast du das schon wieder gebaut? Kann man doch gar nicht bauen. Doch, Safarinet. Ah, nee, warte mal, das war ja Single Use, aber wir können doch auch ein. Ja, es gibt ähnlich, dass man mit mehreren machen kann. Aber ich glaube, das kann man noch finden, wenn ich mich nicht ganz irre. Nein, das kannst du auch bauen, musst aber 4 Enderperlen dafür haben. Na, siehst du. Oh. Und dafür brauchst du eben halt meines Erachtens bloß String und so ein Blubberding. Ich guck mal. Es fehlen quasi nur 2 Enderperlen, dann kann ich ein reusable. Safari. Oh. Uns fehlen Strings. Nee, die haben wir. Oh ne, die habe ich einstecken. Ja. Was ist denn? Hinten, ich baue wieder Erde ab, weil wir brauchen immer noch Erde. Der Fehler ist nämlich immer noch nicht fertig. Der Fehler braucht noch ganze 10 Blöcke vielleicht. Kleiner Tipp für die Zukunft, Emerald schaufeln. Ja, scheiße teuer. Bist du bescheuert? Wo sind denn die teuer? Emeralds sind doch nicht günstig. Aha. Sagt wer? Das ist so. Aha. Warte mal, können wir was gucken, ne? Natürlich erstmal entmorphen, ne? Nee, damit Tesla rumheult. Ja, richtig. Ah, ich muss knistern. Hä, warum krieg ich denn... Kann nichts rausnehmen. Ja, ich weiß. Kann ich mal kurz was testen? Nimm mal das so raus, wie es ist. So. 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 Oh shit. So und so. Warte mal, krieg's gleich wieder. Musst du bloß noch einen String rausnehmen. So, ich sagte, wie viel Emeralds wir haben. In ein paar Sekunden. Huch, Mist. Weil es gibt nämlich Gegenstände, die nennen sich Emerald Shard. Droppt jedes Monster. Ich habe ein Emerald für die Schaufel verwendet. Ein. Und durch die Shards habe ich 2 bekommen. Ja, 2 ist ja auch noch nicht viel. Na komm, wir haben 18 Emeralds, was müssten du mehr? Mehr? Ja, deine Mutti will mehr. Mehr Emeralds. So, damit sind wir fertig. Es ist gerade dunkel. Es ist finster in der Nacht. Ich liege ja, da. Nee, Enderperlen. Ach so. Warte mal. Wie ist denn das Schwert? Ein Schwert. So, wir haben jetzt 4 Kühe. Jo, es gibt's. Geil. Das Ender's Wort, oder? Atme. Hä? Atme. Atme? Oder was ist ein Atme? Oder was auch immer, wie das ausgesprochen wird. Es ist ein Schwert gegen Endermänner. Und lustigerweise kann man das bloß einmal herstellen, weil wir bloß einen Silberborn haben. Ui. Ja, wir haben aber noch Silber Dust 5 da. So. Weil da können wir nämlich die Endermänner 1 oder 2 hitten. Wie schreibt man das? A-T-H-M-E. A-T-H? A-M-E. Atame. Brauchst du einen Silberbond dafür? Bist du sicher, dass das nicht gegen Werwölfe war? Nein.
Stimmt, ich war ja ein Birdie-Vogel. Ein Birdie-Vogel? Na ja, ein Fledermaus, der hat bloß 3 Herzen. Ja. Da bin ich schon bei One-Hit. Ist ein Lucky Villager. Mhm. Ach, nur Goldrüstung. Shit, jetzt sind die zwei Endermänner weg. Verdammt, ey. Ich will noch nicht gehen. Findest du denn hier die ganzen Endermänner? Ich bin auch gerade wieder am gucken. Die zwei, die ich gefunden habe, die sind abgehauen. Mal die Angst vor mir hatten. Schön. Diesmal bin ich insolent. Oh, es leckt. Ja, weil ich gerade so ein bisschen hier rumfliege und Endermänner suche. Nur 2 Schläge, die sind weg vom Fenster. Okay. Na, das Schwert ist extra nur für Endermänner gedacht. Bei anderen Mobs, zum Beispiel bei dem Zombie, zieht es ein Herz ab. Das ist ja nix. Na, no? Und bei anderen Männern zieht es eben halt die Hälfte oder über der Hälfte ab. Krass, kannst du da verzaubern noch? Für mehr Damage. Ja, theoretisch. Oh, es leckt. Standbild. Nein. Ich hab einen Endermänner gefunden. Hast du dir das Schwert zurückgebastelt? Nein. Brauchen wir noch Quarz? Ich habe eine Perle. Ja, ich habe auch eine Perle. So, mittlerweile bei 4 Perlen. Können wir schon mal einen Kopf wieder bauen, ne? Dafür brauchen wir aber erst noch den Stone. Den Regular Stone. Oh ja, bau den doch eben. Ich bin gar nicht zu Hause. Hier sind noch Bunnies. Schaden macht das Schwert an dem Enderman. Wow. 35 Schaden ist schon krass. Alter, was bist du so schnell? Ach, Fallen Knight. Und ein 4 Creeper. Boah, Enderman jagen ist echt. Wir haben 4 Perlen. Behindert. Weißt du, was wir auch machen können? Ich renne jetzt erstmal weg. Ich muss Level 30 werden. Ich gehe gleich nochmal Quarz sammeln. Warum? Für was? Dann verzauber ich eine Spitzhacke mit Silk Touch, wenn ich Glück habe. Dann baue ich einen Monster Spawner. Und dann fange ich ein. Die Köpfe? Nee, dann fange ich ein Enderman und baue einen Autospawner. Ja, meine ich doch, die Köpfe. Wie die Köpfe? Für den Spawner brauchst du Köpfe, du Pfeife. Nein! Nicht den von Ender.io. So, den anderen. So. Warum habe ich denn eine Watering Cannon? Ach, eine Broken. Oh, raus aus dem Zeug hier. Stone. Ja. Ja, oder wir machen aus diesen 4 erst ein Safari-Netz. Nee. Das geht ja deutlich schneller wie deine Crops. Na gut, dann sammelst du die restlichen Perlen, ist mir egal. Ja, ich brauche nur 4. Wir sind so oder so schon am Ende. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir erst die. Warte, ich muss mir ein Schild machen. Danke. Ach so.
Ja, das Bild hat sich jetzt die ganze Zeit nicht verändert. Dann habe ich gedacht, du wärst fertig. So, jedenfalls, ich wünsche euch viel Spaß beim Zugucken. Wenn es euch gefallen hat, wir würden uns um Feedback freuen. Feedback? Ich mag das nämlich nicht andauernd sagen, Abos und so. Ne? Es kommt dann zu bad. Nee, es kommt mir vor, es wird spätteln. Nein. Ich battle. Gib mir ein Abo, gib mir ein Abo. Bitte. Ach, den kann man doch aus dem Goldblock machen. So, Jedenfalls, wenn es euch gefallen hat, wir würden uns um Feedback freuen. Schönen Abend, Tag oder was auch immer, wünsche ich euch natürlich auch wie üblich. Ansonsten viel Spaß beim Gucken. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.